Barbara Riechstein, Brandenburgs Ministerin für Justiz und Europaangelegenheiten, hat heute dem Amtsgericht in unserer Stadt einen Besuch abgestattet. Seit einigen Jahren ist ja bereits im Gespräch, dass es für den Sitz des Gerichts eine neue Bleibe geben soll. Nach den heutigen Informationen dürfte aber ein Umzug noch ein wenig auf sich warten lassen. Also es ist geplant, mit den Planungen in diesem Jahr zu beginnen. Da müssen aber noch Gespräche geführt werden, auch mit dem Finanzministerium, wo der beste Standort ist. Und ich lasse mich heute auch noch mal vom Direktor unterrichten, wie er die Situation hier vor Ort einschätzt. Hinter verschlossenen Türen ging es im Beisein von Amtsgerichtsdirektor Norbert Knabenbauer und dem Personalrat unter anderem auch um die Auswirkungen des neuen Sozialtarifvertrages des Landes. Die Verkürzung der Arbeitszeit der Beschäftigten wird sich nach Auffassung der Ministerin auf die Arbeit der Justizverwaltung auswirken. Natürlich, es wird schwer werden aufgrund des Tarifvertrages. Es wird zu einer Verlängerung der Verfahrenszeiten kommen. Das müssen wir einfach konstatieren. Es gibt keine Möglichkeiten, im Bereich der Justiz Aufgaben zu delegieren. Sie sind uns vom Gesetz aus vorgegeben, sodass natürlich, wenn die Arbeitszeit verringert wird, die Bearbeitungszeit der einzelnen Verfahren sich auch verlängern wird.